Das ist die Big Band Black Dots, eine der ältesten Musikformationen der Musikschule Butzbach. Die Musikschule feiert Geburtstag, ihren 40. Ich habe im Jubiläumsjahr in Butzbach über viele Wochen Festveranstaltungen, Konzerte und den Schulalltag mit meiner Kamera beobachtet. Unser Thema heute war 40 Jahre, 40 Instrumente und wir wünschen Ihnen viel Spaß. Rund 40 Instrumente, an denen seit 4 Jahrzehnten Jahr für Jahr mehr als 700 junge und alte Menschen unterrichtet werden. Wahrlich ein Grund zum Feiern. Zweifellos der wichtigste Ort dieser Erfolgsgeschichte, die Wendelinskapelle. In einem kleinen Raum im ersten Stock war jahrelang die Verwaltung der Musikschule untergebracht. In der ältesten Fachwerkkirche Hessens wird zum Teil heute noch unterrichtet, hier wird geprobt, hier finden Konzerte statt. Kurze Ausschnitte vom großen Kinderkonzert 2019. Oft der erste Auftritt vor einem Publikum. Eine wichtige Erfahrung. Der Weg zum Erfolg ist weit. Unterricht findet überwiegend nachmittags im Weidig-Gymnasium statt. Aller Anfang ist schwer, alle Altersstufen sind vertreten. Wie schon bei den Konzertaufnahmen können im Kurzfilm auch vom Unterricht nur Mini-Ausschnitte und längst nicht alle Instrumente gezeigt werden. Auch im Jugendbahnhof gibt es inzwischen 2 Unterrichtsräume für Schlagzeug und Harfe. Auf ein eigenes Schulgebäude wartet die Musikschule Butzbach seit 40 Jahren.
Im Jugendbahnhof tagt auch mehrmals im Jahr der ehrenamtlich tätige Vorstand des Vereins Musikschule Butzbach e.V., dem auch ich seit 12 Jahren angehöre. Wichtig ist ja vielleicht auch, sich mal ein paar Gedanken zu machen, was in den nächsten 10 Jahren passieren soll. Ja. Wir wünschen uns natürlich eine eigene Räumlichkeit, ja. Am besten eine eigene Schule. Denn man sieht ja in der Umgebung, in den anderen Musikschulen, die haben bereits solche Einrichtungen. Das wäre sehr wünschenswert. Ja. Man muss sich überlegen, dass wir über 800 Schüler haben und dass die Entwicklung aufgrund der vorzüglichen Verwaltung hier und der Leitung ja auch wahrscheinlich sich so weiterentwickelt. Wir wünschen uns ja, dass die Schülerzahl nicht nur bleibt, sondern dass die Schülerzahl sich noch erhöht. Und dann wird es immer schwieriger mit dem Gymnasium in Kooperation mit den Räumlichkeiten. Und dann wäre das natürlich wunderbar, wenn wir irgendwann ein eigenes Haus bekämen. Vor allen Dingen, weil im Gymnasium immer mehr Nachmittagsunterricht stattfindet. Und dann sind die Räume ja belegt. Genau. Wir stellen aber mit Freude fest, dass doch die Stadt sehr hinter uns steht. Und da wäre also auch der Bürgermeister wäre da zu nennen. Ja. Dass wir da doch eine sehr gezielte Unterstützung genießen. Das wissen wir zu schätzen und hoffen, dass es so bleibt. Die ersten Schritte in die Richtung, die können wir jetzt machen, indem wir einen neuen Raum dann auch so umgestalten können, dass wir den gut nutzen können für den Klavierunterricht. Also wir sind zuversichtlich und fühlen uns da in Butzbach gut aufgehoben. Ja, vor allem, das, nachdem wir jetzt auch eine wirksame Alarmanlage haben. Ja. Genau. Getagt wird im Vorraum der Schulverwaltung, die hier nach mehreren Umzügen eine weitere vorläufige Bleibe fand. Bereits seit Oktober 2008 leitet Marion Adloff die Musikschule. Musikschule Butzbach-Adloff. Ach, hallo, vielen Dank für die. Ihr zur Seite stehen Marlies Schauer-Blume, unter anderem zuständig für Finanzen und Buchhaltung, und Anita Weber. Alle drei gemeinsam kümmern sich um den Schulalltag, den Kontakt zu Eltern, Lehrern und Schülern, organisieren Veranstaltungen und, besonders wichtig, Konzerte. Auftritt innerhalb der Künstlerkonzertreihe das Quartett Saxism in der Wendelinskapelle, eine nicht nur in Butzbach bekannte und beliebte Band. Auftakt zum Jubiläumsjahr bereits im Frühjahr, ein Akkordeonkonzert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Konzert. Die Musikschule Butzbach feiert 2019 ihr 40-jähriges Jubiläum und ich freue mich sehr, dass unser Akkordeonorchester sich entschieden hat, zu diesem Anlass ein eigenes Konzert zu gestalten. Mit dabei ist das Akkordeonorchester Lyra aus Neuenhain, deren Mitglieder ich ganz, ganz herzlich begrüßen. Konzerte gibt es auch an anderen Orten der Stadt, wie hier im Weidig-Gymnasium das jährliche Guitar Unlimited-Konzert des Fachbereichs Gitarre. Eines der vielleicht wichtigsten Angebote der Musikschule, musikalische Früherziehung. Sie richtet sich altersgetrennt an 3- bis 5-Jährige und findet in der Regel einmal wöchentlich statt. Singen, Sprechen, Bewegung, Tanzen und Malen stehen auf dem Programm. Die Kinder hören Musik, spielen auf einfachen Instrumenten und werden spielerisch an Noten und Rhythmen herangeführt. Ein weiteres sehr beliebtes Angebot der Musikschule: Ballettunterricht im Spiegelsaal der Butzbacher Schlosssporthalle. Was hier bereits im Vorschulalter erlernt werden kann, präsentiert sich schon bald bei Aufführungen in wunderschönen Bildern. Hier leider nur in einigen Fotos, da die umfangreichen Filmaufnahmen vom Sommerfest in der alten Turnhalle durch einen technischen Defekt meiner Kamera nicht verwertbar waren. Vom eindrucksvollen Trubel bei der Instrumentenvorstellung in der alten Turnhalle blieben inklusive Teilnehmerstempel nur die Aktivitäten am Schlagzeug erhalten. Straßenmusik,
Im Rahmen des Projektes Schuldokumenta war das letzte große Ereignis vor dem musikalischen Abschlussfest mit Filmvorführung. Der Kurzfilm kann über die Homepage der Musikschule im Internet aufgerufen werden. Eine Langfassung meiner Aufnahmen zum Jubiläumsjahr ist auf DVD zum Preis von 10 Euro erhältlich. Hinweise dazu am Ende des Abspanns.